Hallo. Hunden mit Schlips vertraue ich. Jo, Caro, was ist das eigentlich? Hunde mit Schlips. Oh, vor denen hat niemand Angst. Nein. Ja. Ich mag Hunde mit Schlips. Wenn wir seit gerade so ankommen, und für so eine Scheiße reicht es nicht mehr aus. Für was für eine Scheiße? Improvisieren. Ja, mit Edifix Leine. Das ist doch ein Zeichen. Mach das mit dem Schlips. Der ist doch nur jetzt bis dahin, ist der doch dann bei deiner Oma, hast du gesagt, oder? Ja, und da ist doch eine Leine. Da ist doch alles da. Mehr gibt's ja nicht. Ja, und was gibt Schöneres als den Schlips? Mach den Schlips. Hab das im Petto, nimm den Gürtel mit, wenn es nötig ist. Nee, ich muss ihn anbinden, dann schmeißen die mich raus. Das ist leider nicht anders möglich. Also, wer gibt sie dann noch von rum? Weil die Kleine nicht brauchen. Na, den weißen Gürtel. Gott, ist das. Ist halt schnell weggerannt. Das ist vollkommen. Ich hätte da eine passende Klammer für euch. Die habe ich letztens gefunden. Guck mal hier. Die Liebe ist stark. Ah, zum Festmacher, ja. Das ist eine gute Idee, danke. Was ist hier noch drin? Leine. Das ist ja mal was Schönes. Das wird fein. Ja. Da ist es. Oh, das ist bestimmt da ist fest, hä? Ja. Das passt dann schon. Das weiß ich nicht. Ich gab sie dir in die Hand. Ja. Ah ja, ich schicke sowas normaler weiter. Ja. So, jetzt passt. Gut, kriegt er rein. Dann können wir jetzt mal testen. Oh, das klingt schon wieder ein bisschen los. Jetzt hat er auch nicht was Langes hinter sich am Verzerren. Jetzt muss der aber gleich ermischt. Das ist nur dieses Ding, das halbwegs ordentlich aussieht. Ja. Für die Bahnbeamten. Ich suche noch welche, die es anbietet. Gut, dann machen wir bitte die Kamera aus.